Ja, das Thema Migration sei es gewesen, das die Menschen bei der Europawahl zur AfD getrieben habe, heißt es. Und dabei habe die Messerattacke von Mannheim eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, bei der ein junger Polizist brutal getötet wurde. Ein entsetzliches Verbrechen, das die AfD sofort zum Wahlkampfthema machte. Dabei sind Fakten bei dieser Partei ja oft nachrangig. Warum ein junger Afghan in Mannheim zur Tat schritt, wie er sich radikalisiert hat, ob und wie man solche Verbrechen von Einzeltätern überhaupt verhindern kann, all das spielt bei der AfD keine Rolle. Hauptsache Wählerstimmen, Hauptsache gegen Migranten. Ahoi, meine Lieben, das war er wieder einmal, der berüchtigte Georg Restle, der Chef des ARD-Propagandamagazins Monitor. Restle hat neulich den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke mit Goebbels verglichen, über den mich fragt, aber das ist nur meine persönliche Meinung, das muss ich aus juristischen Gründen sagen, sollte er sich mal lieber selber mit Goebbels vergleichen, aber das nur nebenbei. Restle hat wieder mal eine unsägliche Reportage veröffentlicht, und zwar über den Anschlag auf Islamkritiker Michael Stürzenberger. Diese Reportage läuft über 9 Minuten und Restle hat es tatsächlich geschafft, den Namen Michael Stürzenberger, eines der Hauptopfer, nicht ein einziges Mal zu erwähnen. Darüber sollten wir reden und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Die Reportage beginnt mit einer Frau, die darüber fabuliert, dass in Mannheim alles so großartig ist, alles so friedlich und man lebt so eng miteinander, die Türken und die Moslems und die Deutschen. Und wir wissen, es ist nicht wahr. Was es gibt, sind Parallelgesellschaften in deutschen Großstädten und alles andere ist halt Propaganda. Das heißt, die Trauer, der Schock sei groß um den Polizisten Ruven Lauer, der mit 29 Jahren ermordet worden ist. Es werden Passanten auf der Straße interviewt. Eine Frau erzählt, dass die Stadt Mannheim ist ja alles so friedlich und es würde so gut laufen mit der türkischen Gemeinde und mit den Moslems. Und ein Mann sagt, ich finde es jetzt schwierig, weil man so einen tollen Zusammenhalt hat mit diesen Multikulturellen und wir hier sowas vorleben, was so gut funktioniert. Und jetzt wird das dadurch beeinträchtigt. In welcher Stadt funktioniert es denn gut? Wir haben lauter Parallelgesellschaften. Was haben die denn da bitte für einen? Dann wird erwähnt, dass der Täter Suleiman A., dass der vorher nicht auffällig geworden ist. Das soll wohl die Moslems entlasten. Für mich belastet sie es, weil es bedeutet doch, dass wir da draußen Schläfer haben, die nicht unter Beobachtung stehen, über die wir nichts wissen, die jeden Tag zuschlagen können, wie eben auch dieser Täter Suleiman A. Dann wird eine Pfarrerin interviewt, die sagt, es ist wie ein Stich in die Seele dieser Stadt. Und es gibt jetzt eine ganz große Trauer. Einmal um den jungen Mann, der ja viel riskiert hat. Um die anderen, Stürzenberger und so weiter, gibt es gar keine Trauer. Aber es gibt eben hier auch eine große Trauer um die Selbstverständlichkeit, mit der wir hier in Mannheim seit Jahrzehnten zusammenleben. Ich hatte sofort befreundete Muslime, die gesagt haben, ja, und jetzt wird es wieder so sein, dass wir schuld sind. Ja, und selbst wenn erstmal sind Moslems schuld, nicht die Moslems, aber Moslems. Und zum Zweiten, was passiert ihnen denn? Wovor müssen sie denn Angst haben? Dann fahren die Reporter nach Heppenheim, das ist 40 Kilometer von Mannheim entfernt. Dort lebte der Täter. Hier heißt es, in diesem Hochhaus wohnt er mit seiner deutschen Frau und 2 Kindern. Niemand will hier vor der Kamera reden. Auch jene, die ihn besser kennen, trauen sich nicht offen zu sprechen. Die Angst ist groß, Probleme zu bekommen. Ja, mit wem denn? Mit wem sollten sie denn Probleme bekommen, wenn sie vor der Kamera sprechen? Außer vielleicht mit ihren eigenen Leuten, aber doch nicht mit Deutschen. Was hier suggeriert wird. Dann werden ein paar Mitschüler interviewt, das ist aber alles unwichtig. Und dann folgt natürlich die obligatorische Hetze gegen die AfD. Dann heißt es hier, warum wurde aus Suleiman A. ein Gewalttäter? Die Ermittlungen geben bislang keinerlei Antworten darauf.
Brauchen Sie auch nicht. Sie dagegen haben Ihr Urteil bereits gesprochen. Mannheim, eine Woche nach dem Attentat. Die AfD nutzt die Ereignisse, um Wahlkampf zu machen. Hunderte Anhänger feiern die Partei. Auf den Anschlag folgen die Parolen. Jan Bollinger, das ist der Landesvorsitzende der AfD in Rheinland-Pfalz, sagt auf der Kundgebung, danke, dass ihr da seid, um ein starkes Zeichen zu setzen gegen Massenzuwanderung und Islamisierung. Das hier ist unser Land, unsere Heimat. Und nun stimmen wir aus dem Off, Parolen, die Angst schüren und ein Generalverdacht auch hier in Mannheim. Es werden noch zwei Frauen interviewt. Jetzt läuft hier einer rum, der so muslimisch aussieht. Und da fragt man sich, hat der nicht vielleicht auch ein Messer in der Tasche? Weil man ist sich nicht mehr sicher in diesem Land. Die andere Frau sagt, wir sind Deutschland und das soll Deutschland bleiben. Und wir brauchen keine Flüchtlingsströme mehr. Das ordnet jetzt ein, wieder die Fahrerin, die sagt, das ist ja ein reflexartiger Impuls, dass jedes Mal, wenn was passiert, das heißt, erstens, die Muslime sind schuld und zweitens, am besten Ausländer raus und Deutschland den Deutschen. Und das ist für unsere Nachbarn und Freunde, die Muslime sind unerträglich. Ja, meine liebe Frau Pfarrerin, was meinen Sie, wie unerträglich das für die vielen Deutschen ist, die sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, für die Frauen, für die Kinder und so weiter und so fort. Und meine Lieben, im Grunde habe ich gar nichts gegen solche Propaganda-Reportagen, weil wir machen ja auch Propaganda, aber es ist halt alles zu einseitig. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden nur linksextreme Propaganda-Reportagen gezeigt. Unsere Richtung findet überhaupt nicht statt. Von daher kann es nur eine Lösung geben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss abgeschafft werden. Und die Reihe macht weiter und bis später.